Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, mein Name ist Ellen Überscheer, ich bin Vorstand dieser Stiftung und freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Quo vadis? Europäische Union, wohin steuert sie? Wir fragen das ehrlich gestanden jährlich, ist so eine Art europäische Pulsmessung, unsere europapolitische Jahrestagung, aber in diesem Jahr natürlich auf einem ganz besonderen Hintergrund, nämlich einer europäischen Wahl, die in mehrerlei Hinsicht Besonderes aufzuweisen hat. Ich nenne drei Punkte. Das erste, die Wahlbeteiligung. 51% insgesamt in der ganzen Europäischen Union. In Deutschland ist sie auf 61% gestiegen. Im Vergleich zu 2014 sind das 13% mehr. Aber in Polen um 22% auf mittlerweile 45%, was für den zentraleuropäischen Raum sehr hoch ist. In anderen Ländern ist die Wahlbeteiligung von unter 15 auf über 20% gestiegen. Diese Zahlen bedeuten etwas. Selbst in Großbritannien, das ja eigentlich schon ausgetreten sein wollte, selbst dort verzeichneten die Wahlen eine höhere Beteiligung. 37% sind ehrlich gestanden die zweithöchste Wahlbeteiligung in Großbritannien seit dem Beitritt der Briten zur Europäischen Union. Das heißt, die demokratische Legitimation des Europäischen Parlaments ist höher, als sie je war. Und sie ist ein Zeichen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union die EU als einen politischen Handlungsraum akzeptieren, wahrnehmen und gestalten wollen. Umso wichtiger und umso aufschlussreicher ist es, die Ergebnisse dieser Wahl einer gründlichen Analyse zu unterziehen. Für Deutschland zeigt sich, Sie alle kommen oder viele von Ihnen kommen mit diesen Nachrichten im Ohr wahrscheinlich hierher, fast umgekehrt zu früherer Entwicklung ein Prozess sichtbar. Nie war die Rückwirkung europäischer Wahlergebnisse auf innenpolitische Entwicklungen so stark und so reizvoll es jetzt natürlich wäre, die innenpolitische Lage nach dem Rücktritt von Andrea Nahles zu analysieren. So falsch wäre es jetzt, Europa aus dem Auge zu verlieren und vor allen Dingen die europäische Analyse der Wahlergebnisse zu unterlassen. Denn damit würden wir einem Risiko unterliegen, das Ulrich Beck vor einigen Jahren visionär aufgegriffen hat. Während Thomas Mann 1953 noch vor einem deutschen Europa gewarnt hatte und ein europäisches Deutschland als politisches Projekt ausgerufen hatte, sah Ulrich Beck 2012 ein ganz anderes Phänomen. Und zwar auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise, das die Verstricktheiten und Kompliziertheiten unserer Lage heute sehr gut veranschaulicht. Beck sagte, ohne dass es politisch intendiert war, ist ein inzwischen europäisches Deutschland nun tatsächlich in ein deutsches Europa eingetreten oder ist dabei, dieses eintreten zu lassen. Wenn wir als Deutsche und zumal als grünnahe politische Stiftung Europa zum Thema machen, dann geschieht das mit dem klaren Ziel, die Stimmen der anderen im deutschen Kontext hörbar zu machen und das europäische Deutschland zu stärken und nicht ein deutsches Europa, mehr noch ein Europa zu stärken, das irgendwann, das ist, was wir wollen, auch wieder in der Lage sein muss, die Finalitätsfrage aufzunehmen und die Europäische Union progressiv weiterzuentwickeln. Unsere Wahlanalyse konzentriert sich deshalb auf europäische Perspektiven, die hoffentlich im grünen Berlin, ehrlich gesagt im doppelten Wortsinn, ausstrahlen und dort gehört werden. Zweiter Punkt, die proeuropäischen Kräfte haben bei dieser Wahl ihre politische Gestaltungsmacht erhalten können. Das wirkt auf den ersten Blick natürlich beruhigend. Der befürchtete und von vielen Beobachtern prognostizierte europäische Rechtsruck ist ausgeblieben. Allerdings, man stelle sich eine solche Aussage einmal bei den EP-Wahlen der 90er Jahre vor. Niemand hätte verstanden, was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte. Pro-Europäer haben ihre politikgestaltende Kraft erhalten. Es wäre schlicht selbstverständlich gewesen. Der Einzug euroskeptischer rechter Bewegungen und Parteien ist seit ihrem ersten Auftauchen kontinuierlich gestiegen.
als 2004 eine neue Fraktion von Euroskeptikern mit Nigel Farage an der Spitze in das Parlament einzog, nahm man das zur Kenntnis, aber nicht wirklich ernst. Es schien ein Randphänomen zu sein. Dieses Randphänomen hat sich inzwischen zu einer ernsthaften Bedrohung des europäischen Projektes ausgewachsen. Und diese Bedrohung, auch das ist wichtig zu sehen, kam nicht aus Zentral- oder Süd- oder Osteuropa, sondern aus Westeuropa. Sicher, eine überwältigende Mehrheit der Wählerinnen und Wähler entschied sich 2019 für proeuropäische Parteien, aber die Veränderung der europäischen Machtlandschaften ist weiter im Gange. Ein Blick nach Italien, Frankreich, Ungarn beweist, dass die proliberalen, proeuropäischen Mehrheiten erst noch zu stabilisieren sind. Nichts wäre fataler, als sich jetzt beruhigt zurückzulehnen. Zusammengenommen kommen von 2 auf 3 europaskeptische bis antieuropäische Fraktionen gewachsenen Rechtspopulisten im neuen Europäischen Parlament auf genauso viele Sitze wie die sozialdemokratischen, nämlich von 118 auf 175 Sitze, und das ist mehr als ein Viertel der Abgeordneten. Und das Lager der Rechtspopulisten wird unübersichtlicher. Einige von ihnen repräsentieren politische Positionen, die nicht progressiv sind, mit denen aber umzugehen ist. Andere stellen die Grundlage der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Minderheitenrechte in Frage, und dies dürfen wir unter keinen Umständen akzeptieren. Die Unterminierung der Grundlagen des europäischen Demokratieverständnisses legt die Axt an die Wurzel Europas, an die Voraussetzung für eine gerechtere, eine sozialere und ökonomisch-ökologisch prosperierende Europäische Union. Die entscheidende Frage für Parlament, Kommission, so sie denn vielleicht in diesem Jahr noch in Amt und Würden sein wird, und für den Europäischen Rat wird sein, wie kann Vertrauen in das europäische Projekt gestärkt werden, das es bei vielen seiner Bürgerinnen und Bürger verloren hat. Das Wahlergebnis bedeutet auch, dass die Bürgerinnen etwas erwarten von der EU. Ein polnischer Kollege hat deshalb vorgeschlagen, dass der Kommissionspräsident vor seiner ersten State of the Union-Rede überall in Europa Townhall-Meetings abhalten sollte, um selbst zu erfahren, was die Europäerinnen und Europäer bewegt. Also eine neue Form von Responsive Politics. Dritter Punkt. Die Frage, wie Vertrauen in das europäische Projekt stabilisiert und gewonnen werden kann, ist nicht nur eine Frage der Institutionen. Es gibt europaweit eine Welle antipopulistischer Bewegungen, die sich weder mit dem Status quo des Weiterwurschtelns noch mit dem zunehmenden Aufstieg von rechtsautoritären und antiliberalen Kräften abfinden wollen. Die Erfolge dieser Bewegung zeigen sich in den teilweise überraschenden Stimmen zu gewinnen grüner Parteien wie in Irland, Belgien, aber auch Frankreich oder für die Pirati in Tschechien, für Wiosna in Polen, auch wenn die leider nicht die grüne Fraktion im EP bereichern werden. Aber aus dem Stand, jetzt als Beispiel, dass Wiosna in Polen aus dem Stand 6% der Stimmen für eine liberale proeuropäische Politik in einem politisierten und hochpolarisierten Land gewonnen hat, ist aus meiner Sicht ein Erfolg. Last but not least natürlich das sensationelle Ergebnis der deutschen Grünen, die erstmals zweitstärkste Kraft bei einer bundesdeutschen, bundesweiten Wahl geworden sind und in vielen urbanen Wahlkreisen sogar auf Platz 1 lagen. Die Grünen sind das Original in Deutschland, wenn es um das Thema geht, das die politische Agenda der nächsten Jahrzehnte bestimmen wird, wie es die soziale Frage in der Vergangenheit war, die Ökologie und wie die Transformation unter Erhalt der liberalen Ordnung zu schaffen sein wird. Europas antipopulistische Bewegung lebt von einer Öffentlichkeit, die sich immer stärker vernetzt und ausprägt. Die Bewegung von Friday for Future ist vielleicht das beste Beispiel für diese neue europäische Selbstverständlichkeit, die eine Generation für sich in Anspruch nimmt, die weder das Gefühl noch hat, in einer Nachkriegsordnung zu leben, noch den eisernen Vorhang gekannt hat. Was sie aber umtreibt, sind die Sorgen um ihre eigene Zukunft. Und es ist an uns, den Rückenwind dieser jungen Leute zu nutzen für eine Politik, die ein ökologischeres, ein sozialeres und demokratischeres Europa hervorbringt.
Ob Deutschland sich konstruktiv an dieser Agenda beteiligt, daran wird die noch amtierende Bundesregierung auch gemessen werden, die uns ja vor gut einem Jahr einen Aufbruch für Europa versprochen hatte. Europa ist mehr als das Parlament, der Rat und die Kommission. Europa sind seine Bürgerinnen und Bürger, die sich in den letzten Monaten für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Humanität engagiert haben, nicht selten unter europäischer Flagge. Egal ob in Warschau, in Bukarest, in Wien, in London, in Berlin. Was wir in den letzten Jahren, Monaten beobachten konnten, war eine europäische Zivilgesellschaft, die in einer europäischen Öffentlichkeit über europäische Innenpolitik streitet. Europa ist für viele Menschen inzwischen ein natürlicher Bezugsrahmen für politische und gesellschaftliche Debatten. Und selbst wenn die Leute sich nicht, die sich darin beteiligen, nicht einig sind, der Wert dieser Debatte ist extrem hoch, weil ohne Debatten gibt es keinen politischen Prozess und es gibt auch keinen politischen Prozess ohne Debatten. Das ist ein Erfolg für alle Europäerinnen und Europäer. Und für uns hier wollen wir genau diese Debatte weiterführen. Wir wollen einen Debattenraum zur Verfügung stellen. Wir haben eine ganze Reihe von Expertinnen und Experten aus sehr unterschiedlichen europäischen Ländern eingeladen. Wir werden das morgen noch im Fachgesprächskreis fortsetzen. Aus zivilgesellschaftlichen Organisationen kommen unsere Partner, die sich für ein offenes und demokratisches Europa einsetzen. Und heute konzentrieren wir uns auf die Frage, welche Herausforderungen uns die Ergebnisse der Europawahl stellt und wohin die Europäische Union nach diesen bemerkenswerten Wahlen mit ihrem Zeitfenster für mehr Demokratie wohl steuern wird. Bevor wir damit anfangen mit der Analyse, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Einmal bei unserem Kooperationspartner, bei JEF, der Green European Foundation, mit denen wir diese Veranstaltung in Kooperation vorbereitet haben. Und ganz besonders beim Europareferat, beim Team um Christine Pütz, Claudia Rothe, Ulrike Pusch, herzlichen Dank, dass ihr das alles hier so wunderbar organisiert und auf die Beine gebracht habt. Jetzt war eigentlich mein Plan zu sagen, wir setzen fort mit einer Anordnung und ich übergebe das Wort an zwei Männer und eine Frau. Dann wäre ja mit mir eingeschlossen die Gender Balance wiederhergestellt gewesen. Diese Anordnung haben wir jetzt etwas verändert. Ich darf das Wort an drei Männer übergeben. Das macht aber nichts. Wir kommen trotzdem in eine gute Debatte und werden die Fragen integrieren. Und ich darf ganz herzlich Michael Thumann danken, dass er eingesprungen ist für Petra Pinzler, die das kommende Podium moderieren wollte und aufgrund unserer innenpolitischen Veränderungen andere Aufgaben übernehmen musste. Deshalb sind wir umso froher, dass Michael Thumann zugesagt hat. Vielen Dank. Und dann möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich gratulieren. Sven Giegold natürlich als Spitzenkandidat der Grünen. Und Sergej Lagodinsky, der sich hinten in der Ecke versteckt und auch einer unserer neuen EU-Parlamentarier der Grünen-Fraktion sein wird. Herzlichen Glückwunsch an euch. Wir werden das, es gibt ein großes Interesse, das haben wir schon festgestellt, an der Frage, wie ist das gelungen, wie macht man erfolgreich, wie verbindet man soziale Bewegung und Politik, wie ist man da erfolgreich. Das soll jetzt im Moment nicht unser Thema sein, sondern unser Thema ist jetzt tatsächlich der Blick auf Europa. Und ich freue mich sehr, dass Ivan Krastev und Sven Giegold Keynotes halten werden, moderiert von Michael Thumann. Viel Spaß. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Überscher. Ich werde mir alle Mühe geben, Petra Pinzler, unsere ehemalige Europakorrespondentin, hier zu ersetzen. Aber wie Sie wissen, mit einem kann ich nicht dienen, die zweite Frau in der Runde zu spielen. Will das auch gar nicht erst versuchen. Die Europawahl hatte
vor der Europawahl in der Diskussion große Befürchtungen, aber auch Erwartungen ausgelöst. Und was ich so interessant fand an dem Ergebnis war, dass es war nicht eindeutig. Es war damit sehr europäisch, es war sehr vielfältig und das, glaube ich, ist auch gut so. Alle großen Weisheiten, jetzt kommt die große rechtspopulistische Welle, haben sich so nicht erfüllt. Man kann aber auch das Gegenteil nicht behaupten, dass die rechtspopulistische Welle ausfiel, weil in Großbritannien, Ungarn, Italien wir ein anderes Bild gesehen haben. Auf der anderen Seite sehen wir den staunenswerten Aufstieg von Liberalen, von Grünen, der dem eben wiederum widerspricht. Man kann aber auch nicht sagen, und das muss man auch an einem Tag wie heute, wo in Berlin so viel über den Rücktritt von Frau Nahles gesprochen wird, ich will mich da nicht widersprechen, habe ich da irgendwann? Nein, habe ich nicht. Die Volksparteien sind am Ende, wird dann manchmal gesagt, nein, das kann man aus dieser Wahl auch nicht herauslesen. Man sieht, wie etwa sozialdemokratische Parteien in Spanien und in Portugal Erfolge erzielen, wie aber auch auf der anderen Seite in Griechenland die Nea Dimokratia als mit der Rechtspartei wieder zu neuer Stärke erwacht ist. Das heißt also, viele können da vieles hereinlesen. Ich glaube, was ganz wichtig ist festzustellen ist, und das spricht auch aus diesem Ergebnis, dass Europa vor tiefgreifenden Veränderungen steht und dass sich vielerlei Polarisierungen regional immer verschieden ausgestaltet abzeichnen. Und diese Polarisierung kann man nun sowohl sehr negativ, man kann sie aber auch in Teilen hoffnungsvoll sehen, man kann sie dystopisch sehen, man kann gewissermaßen Utopien sehen, die sich vielleicht doch plötzlich ins Leben übersetzen. Und über dieses Nebeneinander und Gegeneinander wollen wir heute sprechen auf dem Podium. Einerseits mit Ivan Krastev, dem Vorsitzenden des Zentrums für liberale Strategien, der in die meiste Zeit, wenn ich das recht verstehe, wenn er nicht in Berlin ist, und wir haben uns neulich gerade wieder getroffen, dann ist er in Wien, vor allem am Institute for Human Sciences. Und zu meiner Rechten Sven Giegold, den Sprecher der Europagruppe der Grünen und den Spitzenkandidaten für Bündnis 90 Grüne bei dieser Europawahl. Zunächst möchte ich Ivan Krastev fragen, Sie haben ja dieses viel gelesene, ich habe es auch mit Freude gelesen, Buch Europadämmerung, After Europe, geschrieben. Und da beschreiben Sie streckenweise doch ein Europa, das einem durchaus in Schrecken einjagen kann. Hat Sie die Europawahl da in der Vielfalt, die ich gerade beschrieb, bestätigt? Oder vielleicht auch mit manchen Ihrer Annahmen hat die Europawahl dem widersprochen? Also, Michael kann jetzt ja nicht sagen, dass er eine Frau ist und nicht vorgeben, eine Frau zu sein. Ich kann auch leider nicht vorgeben, ein Deutscher zu sein. Jetzt zur Wahl. Da denke ich, nehme ich vier Sachen raus. Zusammen mit Piotr waren wir Teil dieser großen Umfrage, die der European Council on Foreign Relations gemacht hat. Also es gab ja Ängste vor der Wahl. Und eine interessante Geschichte bei dieser Wahl war, dass das Ergebnis jetzt nicht insgesamt überraschend war. Aber es gab Überraschungen natürlich. Polen habe ich eigentlich so erwartet, das Ergebnis. Aber im Allgemeinen gab es diverse Dinge, die klar waren, auch vor der Wahl. Nämlich zunächst einmal, dass die Menschen diese Wahlen viel ernster nehmen als frühere europäische Wahlen. Also die Menschen haben das Gefühl, dass etwas Wichtiges auf dem Spiel steht. Das heißt, die größere Wahlbeteiligung war jetzt keine Überraschung. Zweitens, und das hat sich ganz klar gezeigt, dass die Menschen einen Wandel wollen. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie einfach nur nach rechts gehen. Also natürlich gab es einige Ängste. Es gab oder gibt, wie gesagt, auch dieses Drängen auf Veränderung. Aber die Menschen sind in unterschiedliche Richtungen gegangen. Die Grünen haben quasi die Grundlage gelegt, um die größte Volkspartei zu werden. Da sind die Umfragen allerdings vielleicht auch etwas unterschiedlich. Aber es ist eben auch der Wunsch nach Veränderung. Auch bei Macron ist es so. Die Mehrzahl seiner Wähler glauben trotzdem, dass Europa nicht richtig funktioniert. Also
Das ist etwas eigenartig. Das sind alles Parteien, die etwas verändern wollen, aber in unterschiedlicher Art und Weise. Die populistische Rechte und die Grünen und auch die Antikorruptionsliberalen haben hier drei Dinge gemeinsam. Also sie haben eine Bewegungsstruktur, was man auf der Straße sehen kann, sind entweder die Gelbwesten oder freitags immer die Demonstration. Zweitens, alle wollen Leben retten, aber die Grünen wollen das Leben auf diesem Planeten retten und die Rechtspopulisten wollen eher ihre Lebensweise retten. Die populistische Rechte ist sehr unglücklich mit dem, was die Europäische Union macht, und die Grünen sind, oder die Anhänger der Grünen sind eher mit dem zufrieden, was nicht gemacht wird. Also es gibt hier zwei Bewegungen, die daraus resultieren. Und das Dritte, was auch wichtig ist, ist, hier, wir sprechen ja oft über die Fragmentierung. Die Fragmentierung ist eine große, ein großes Charakteristikum, aber das hat verschiedene Aspekte. Einmal natürlich eine Mehrheit, die nicht mehr von den Konservativen oder den Sozialisten getragen wird. Und dann zweitens, diese Gruppen sind nicht nur politische Familien, sie sind eher regionale Familien geworden. Also die Sozialisten sind eher im Süden angesiedelt. Sanchez hat Erfolg, aufgrund der Italiener auch. Also da haben wir eine Dominanz im Süden. Wenn Sie sich die Grünen anschauen, ist es West- und Nordeuropa. Also sie sind nicht so sehr in Mitteleuropa angesiedelt. Und die Konservativen sind das eher die CDU und die Osteuropäer. Die Populisten sind eher gleichmäßiger verteilt auf verschiedene Länder. Also ich spreche das nur an, weil die Ängste teilweise nicht richtig waren. Also Deutschland oder der Einfluss Deutschlands bestand darin, dass die Konservativen und die Sozialdemokraten großen Einfluss hatten. Das heißt, die Große Koalition in Brüssel war eben auch die Große Koalition in Berlin. Jetzt ist es so, dass die Sozialdemokraten eine wesentlich geschwächtere Form haben und auch in Europa und die CDU auch als jemals zuvor und auch auf europäischer Ebene. Ich sage das nur, weil also ich mich natürlich bei vielen Dingen auch geirrt habe oder da nicht richtig lag. Also beispielsweise gibt es keine weiteren Exit-Bestrebungen mehr. Also weder Le Pen noch in Slowenien, sie wollen dann eher die Europäische Union beeinflussen, sie verändern, als auszutreten. Auf der anderen Seite gibt es keine große Partei, die offene Grenzen befürwortet. Also wenn es jetzt um Migrationsfragen geht, dann gibt es auch einen neuen Konsens, wenn es um die Außengrenzen geht. Also, es ist eine Generationsspaltung, die wir hier sehen. Und obwohl es in Ost- und Südosteuropa keine grüne Bewegung gibt, ist, glaube ich, die Ost-West-Spaltung weniger stark, als die Menschen annehmen normalerweise. Weil es gibt ja auch den Erfolg von liberalen und Antikorruptionsparteien in der Slowakei, in Rumänien. Hatte man auch Sorgen in Bezug auf das Klima, aber vielmehr das politische Klima. Da haben sich die Menschen mehr Sorgen gemacht. Das heißt, hier versuchte man vielmehr die Eliten zu säubern sozusagen. Also ich sage das, weil das auch einen Einfluss auf die Wahlen zum Europäischen Parlament natürlich hatte. Weltweit sehen wir hier eine Veränderung. In den Vereinigten Staaten beispielsweise ist es so, dass die Vereinigten Staaten und China gegenwärtig einen kalten Krieg haben. Also das können wir gut finden oder auch nicht. Aber das ist jetzt nicht der Krieg von Präsident Trump gegen China, sondern ein amerikanischer Krieg gegen China. Also die Demokraten sind Teil dessen. Und wir werden hier große Veränderungen in den kommenden 2-3 Jahren sehen, ganz egal, wo wir stehen, weil das wirklich ein Ergebnis einer großen Spaltung ist in der digitalen Welt. Also die digitalen Unternehmen spielen da auch mit hinein. Also man muss letztendlich auch entscheiden, welche Suchmaschine man auswählt. Und Europa wird unter Druck geraten, wirklich auch eine Entscheidung zu treffen. Und es wird nicht einfach sein, diese Entscheidung zu fällen, weil wir natürlich glauben, dass wir diese Welt regulieren können. Aber um sie regulieren zu können, muss man auch akzeptieren, dass sie allgemein so ist. Also
die großen Technologieunternehmen, da wird es die chinesische Seite geben, die amerikanische Seite geben und Europa wird in diese Welt hineingehen sozusagen ohne eigene Vorreiterunternehmen. Das heißt, das wird die Debatte wirklich so stark beeinflussen. Und wenn wir jetzt über die europäischen Wahlen sprechen, dann sehen wir, dass das etwas ist, was auch sehr kritisch sein wird. Und in Bezug auf die Populisten, die haben jetzt nicht schlecht abgeschnitten. Ich weiß, dass die Menschen das nicht gut finden, aber stellen Sie sich das Folgende vor. Bei den vorherigen Wahlen gab es viele Stimmen. Es war eine Protestwahl, ein isoliertes Phänomen und das hatte kein einzelnes Land wirklich im Griff. Das gilt aber jetzt nicht mehr. Also es gibt ja eine viel stärkere Kooperation, das wurde bereits angesprochen. Und zweitens, kontrollieren Sie zwei Länder. Der polnische Prozess war ebenfalls auch schwierig, weil es natürlich eine Sache ist, eine populistische Regierung zu wählen, aber sie wieder zu wählen, ist natürlich was ganz anderes. Und Ungarn ist auch ein gesonderter Fall. Ich glaube, dass es nicht leicht sein wird, für eine Oppositionspartei dort zu gewinnen. Und das Dritte ist natürlich Italien. Also wenn Salvini die Oberhand in Italien gewinnt, dann haben wir ein großes Land in Europa mit einer großen Finanzfrage, großen finanziellen Problemen. Und das heißt, wir haben hier die populistische Rechte im Europäischen Parlament, die von Regierungen unterstützt werden. Das heißt, das ist nicht einfach eine Opposition im Parlament, sondern sie haben hinter sich eine Regierung im eigenen Land. Und das wird es viel schwieriger machen, Mehrheiten auf europäischer Ebene zu generieren. Sven Giegold, Ivan hat gerade die Stärke der Rechtspopulisten in manchen Ländern noch einmal betont und eben auch in zentralen Ländern der Europäischen Union, woraus tatsächlich ein Problem entsteht. Gleichzeitig hat er darauf hingewiesen, dass auch Deutschland durch das Ende dieser langen, großen Koalition, die ja im EP praktisch bestand, eben auch an Einfluss verlieren könnte oder wird. Auf der anderen Seite, der Erfolg der Grünen ist ja nun auch etwas, was wiederum gerade Deutschland stark prägt und wiederum auch seine Auswirkungen auf europäischer Ebene haben wird. Meine Frage ist da nicht auch im Grunde genommen, erfüllt sich da nicht eigentlich auch ein Traum, auf den Sie mit vielen anderen lange hingearbeitet haben? Also erstmal bin ich ja hier auch recht kurzfristig zu dieser Veranstaltung gekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich bin großer Fan dieses Mottos, pessimistischem Denken und optimistischem Handeln zu sein. Und ich wollte mit Professor Krastev endlich mal jemanden kennenlernen, der diesen ersten Teil wirklich ernst nimmt. Und das, er hat mich nicht vollständig enttäuscht, wenn auch er jetzt doch etliche positive Elemente hervorgehoben hat, die ich auch betont hätte. Und ich will da nochmal anknüpfen an die Einleitung von Ellen Überscheer, die ja hingewiesen hat auf die neuen Kräfteverhältnisse. Und wenn man die mal genauer anschaut im Parlament nach den Wahlen, da ist ja gar nicht so viel neu. Also wenn man das mal unterm Strich sieht, hat die extreme bis populistische Rechte 22 Sitze gewonnen, die extreme Linke hat 13 verloren und die Pro-Europäer alle zusammengenommen haben 11 verloren. Das ist bei 751 jetzt nun wirklich keine Schicksalswahl gewesen. Ja? Zumindest nicht im Ergebnis. Vielleicht hat die Mobilisierung rund um diese starken Begriffe dazu beigetragen, dass wir da rausgekommen sind. Aber jedenfalls ist das doch eher eine Wahl des Status quo im Ergebnis als der völligen Erschütterung. Die große Veränderung ist die Zusammensetzung der verschiedenen Blöcke. Und die hat sich tatsächlich verändert. Also beginnen wir mal bei dem, was vielleicht weniger bisher berichtet wurde. In der extremen Linken haben tendenziell die, die extremere antieuropäische Positionen haben, stärker gewonnen, während die, die moderatere Positionen hatten, haben verloren. Auf der rechten Seite hat sich die Länderzusammensetzung ein wenig verändert. Aber sag ich mal, jetzt sind halt kaum noch Tories da, dafür mehr von der Brexit-Partei, also innerhalb Großbritanniens, haben sich die Fraktionen verschoben. Wir haben leider trotz alledem noch mal einige mehr aus Deutschland
beizutragen zu der extremen Rechten, aber insgesamt wenig. Die eigentlich große Veränderung ist, dass die Große Koalition keine Mehrheit mehr hat. Das ist die eigentlich große Veränderung. Und da darf man nicht nur den Wahlsieg von uns betonen, sondern natürlich auch den der Liberalen. Für die Liberalen trifft das übrigens am wenigsten zu, was Sie formuliert haben, dass die irgendwie eine Spaltung zwischen verschiedenen Regionen auf dem Kontinent sind, sondern die sind relativ gleichmäßig verteilt, sind allerdings extrem unterschiedlich. Also Liberale aus den verschiedenen Ländern sind wirklich extrem unterschiedlich. Von rechtspopulistischen Liberalen bis hin zu Linksliberalen ist da wirklich alles vertreten, was man auch daran sieht, dass sie derzeit bei den Verhandlungen, die eine Hälfte will, dass Verhofstadt Parlamentspräsident wird, die andere Hälfte will, dass Frau Vestager Kommissionspräsidentin wird und die andere Drittel weiß nicht, was sie will. Also ich weiß nicht, das heißt, dass, aber trotzdem ist das eigentlich Entscheidende, dass jetzt das, was in der Gesetzgebung sowieso schon Normalfall war, nämlich dass alle Pro-Europäer mindestens vernünftig miteinander reden, dass das jetzt auch erzwungen ist. Also das, was der kulturelle Modus war, ist jetzt auch zum Zwang geworden. Davon gibt es jetzt noch nicht viel zu berichten, weil bisher gar nicht viel stattgefunden hat. Insgesamt kann ich nur sagen, die Wahlbeteiligung ist hochgegangen, das Ergebnis war viel proeuropäischer und es war in vielen Ländern viel mehr pro Klimaschutz, als wir das gedacht haben. So, das eigentlich ist da für übermäßigen Pessimismus gar nicht so viel Raum. Ich will noch auf eins hinweisen, was in Deutschland bisher wenig berichtet wurde. Ich finde es auch erfreulich, wie sehr proeuropäische Bewegungen in mehreren osteuropäischen Ländern die Wahlen stark beeinflusst haben. Das Abstimmungsergebnis in Rumänien ist doch ein riesiger Erfolg, dass die Zivilgesellschaft in Rumänien sich das nicht gefallen lässt, wie die PSD, was sich dort sozialdemokratisch nennt, dort in einer Weise versucht hat, Korruption zu legalisieren und die Bürgerinnen und Bürger das zurückgewiesen haben in einer Volksabstimmung mit hoher Beteiligung. Ich habe die Schlangen überall gesehen, das war extrem beeindruckend. So, also mit anderen Worten, ein zweiter Aspekt, der finde ich in Deutschland häufig noch nicht so richtig benannt wird, ist, was in Großbritannien passiert ist. Das stimmt schon, dass Nigel Farages Brexit-Partei die stärkste Partei geworden ist. Aber wenn man mal so zusammenzählt, wer sonst noch gewonnen hat, dann ist das doch eher ein Zeichen in Richtung eines Abkehrs vom Brexit, weil es keine Mehrheit für irgendeinen Brexit gibt. Ich muss noch eins machen, bevor ich unterbreche. Ich muss meinen alten Professor Klaus Offe hier persönlich begrüßen, von dem ich so viel gelernt habe. Und ich bin wirklich froh, dass du da bist. Ja? Das ist... Also ohne Klaus sehe ich sich jetzt hier bestimmt nicht. Will ich noch sagen, die Herausforderung jetzt ist, gelingt es uns in dieser neuen Konstellation, die Blockade, die Handlungsblockade an vielen der zentralen Zukunftsfragen zu durchbrechen. Und da haben wir hier in Deutschland mit diesem Wahlergebnis einen zentralen Auftrag. Wir müssen nämlich raus aus der Interpretation, dass das nur eine Klimawahl war. Und meine Erfahrung in dem Wahlkampf ist auch eine andere gewesen. Ich habe immer am meisten Applaus bekommen, wenn ich gesagt habe, nicht Klimaschutz und Artenschutz und so weiter. Klar, das ist ja auch logisch, dass viele Leute das wichtig fanden. Aber es war genauso lauter Applaus, wenn man gesagt hat, es ist einfach nicht die Rolle Deutschlands, anderthalb Jahre dem französischen Präsidenten nicht mal eine Antwort zu geben und dann einen läppischen Leserbrief in der Welt zu veröffentlichen. Das ist nicht das Deutschland der Mehrheit der Menschen in Deutschland. Und ja, und das war nicht nur hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung so, sondern das konnte man in Hinterkuckucksheim sagen. Und überall spürten die Leute, dass in der Rolle Deutschlands in Europa etwas verschoben ist. Und unsere Aufgabe ist, dass wir das korrigieren. Und deshalb ist auch so wichtig, dass wir endlich aufhören, nur über Personen zu reden. Also heute ist es ja schwer, über irgendwas anderes zu reden als Personen. Aber es ist ja absurd. Nach so einer Wahl redet Deutschland über AKK hier, Nahles da, wer hat wen böse behandelt. Es ist alles wichtig, ja? Ich will da nicht missverstanden werden. Aber hier geht es doch auch um Inhalte. Und nicht nur um Inhalte beim Klimaschutz, sondern auch um die Frage nach einer Europawahl muss es doch möglich sein,
in einer politischen Öffentlichkeit zu fragen, was das alles mit Europapolitik zu tun hat. Komischerweise wird diese Frage kaum gestellt. Und ich finde, die Konsequenz dieser Wahl muss sein, hier muss über Europapolitik geredet werden, gerade hier in diesem Land. Und da haben wir einen Koalitionsvertrag, Ellen hat das schon gesagt, einen Koalitionsvertrag, da steht drauf, ein neuer Aufbruch für Europa. Ich suche diesen Aufbruch, seit es diese Koalition gibt. Ich habe ihn nicht finden können. Und da ist jetzt die Frage, mit welchen Politiken bekommen wir dort neue Dynamik? Und da ist diese neue Konstellation eine Chance. Und wir haben versucht, und damit gehen wir jetzt auch in diese Verhandlungen, ich sage mal, intelligente Kompromisse zu formulieren. Also zum Beispiel bei den Bürgerrechten, dass wir Grünen nicht gesagt haben, sanktioniert die Osteuropäer mit Geldentzug. Das haben wir nicht gesagt, sondern wir haben gesagt, wir machen einen Grundrechtemechanismus und im Zweifelsfall, wenn Länder auf Dauer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht folgen, dann werden die Vergabeentscheidungen in Brüssel gefällt und nicht mehr im Mitgliedstaat. Also das Co-Management wird aufgelöst, aber wir nehmen keinem Land das Geld weg, weil ein zentrales Ziel muss sein, in den Staaten, wo es mit Grundrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Probleme gibt, dort die Opposition zu stärken, die Leute, die auf den Straßen sind. Und die stärkt man nicht, indem man ihnen sagt, wir nehmen euch die Kohle weg, sondern indem man sagt, wir entziehen der Regierung das Vertrauen bezüglich der europäischen Gelder. Ähnlich ist es bei der Migration, wo wir eben gesagt haben, wir haben verstanden, die erzwungene Flüchtlingsquote, das hat nicht funktioniert. Aber Anreize an die Länder, die mehr Flüchtlinge aufnehmen, aus gemeinsamem Geld, das könnte etwas sein, was funktioniert. Und damit auch eben durch ein Mehr an Zusammenarbeit, ich komme gleich zum Schluss, nicht den Konflikt durchbricht. Und letztlich will ich noch eins sagen, in Deutschland haben wir eine ganz besondere Aufgabe, und zwar ist das, dieses Transferunion-Mantra zu durchbrechen. Also dass alles, was mit Geld zu tun hat, automatisch Transferunion ist. Das ist das Blödeste überhaupt. Für jeden Euro, den man gemeinsam investiert, kriegt man ja Geld zurück, gerade als Deutsche, weil das effizient investiertes Geld ist und keine Transferunion. Und deshalb brauchen wir solidarisch finanzierte Gemeinschaftsinvestitionen. Und das ist Teil, und da stand in unserem Programm, wir waren die einzige Partei, die sich getraut hat, von den Größeren zumindest eine Zahl daran zu schreiben, nämlich 1% des Bruttoinlandsprodukts und finanziert durch ein Überwinden des Steuerdumpings. Wieder so ein Kompromiss. Für die Osteuropäer und einige Länder ist es ein Schritt, zu sagen Mindeststeuersätze und gemeinsame Unternehmensbesteuerung. Aber wenn dann Investitionsgelder zurückfließen, könnte das eben auch ein attraktiver Deal sein, der Europa insgesamt weiterbringt. Und wenn das Zukunftsinvestitionen sind, eben gemeinsamen Klimaschutz mit den notwendigen europäischen Infrastrukturen zu unterlegen. Ich habe jetzt wenig gesagt zu anderen Themen, aber ich mache hier mal einen Punkt und freue mich jetzt auf die Diskussion mit einem überzeugten, denkenden Pessimisten. Herzlichen Dank. Ivan Krastev, Sven Giegold, he just... Sven Giegold hat gerade über das neue die Machtverhältnisse im Europäischen Parlament gesprochen. Wir haben Kräfte, die weitaus mehr proeuropäisch sind und auch einige neue Programme haben für den Klimaschutz. Würden Sie die Länder mehr von innen her kennen, zustimmen, dass die Ergebnisse für Europa insgesamt positiver sind, als sie vielleicht gedacht haben. Für Bulgaren ist es nicht normal, optimistisch zu sein. Mein Pessimist muss es also Standard. Und ich habe mich sehr gefreut über das, was hier gesagt wurde. 3 Punkte. In die Demokratie, da waren die Wahlen eine Maschine, um Träume für die Zukunft zu verwirklichen.
Man macht Versprechen. Selbst wenn man lügt, spricht man über die Zukunft. Was mich besonders gestört hat an Europa war, dass im letzten Jahr die Bertelsmann-Studie durchgeführt wurde und 67% der Europäer glaubten, dass das Leben besser war als in der Vergangenheit. 77% der Italiener, die hatten Angst vor der Zukunft. Und wenn man Angst vor der Zukunft hat, ist man verloren. Wo ich ein bisschen mehr pessimistisch ist, wenn wir uns die politischen Familien anschauen, die EVP, wo steckt man dann Orbán hin? Und andere Parteien, die mehr rechts stehen. Wir haben immer gedacht, die Linke ist links, wie in unserem Land. Die rumänischen Sozialdemokraten, wie proeuropäisch sind sie? Ihre Position wird mehr gestaltet davon, dass deren Führer Angst haben, vielleicht im Gefängnis zu landen. Das heißt, diese Fragmentierung durchzieht die politischen Familien und die Parteien. Deshalb glaube ich, dass die Parteien fragmentierter sind. Aber in einem Punkt haben Sie recht, die Europäische Union kann sich nicht verändern, wenn sich Deutschland nicht verändert. Deutschland ist das größte Land. Es geht nicht nur um die wirtschaftliche Größe, auch um die intellektuelle Macht, große Universitäten. Und Deutschland hat einen Status quo verteidigt, den es nicht mehr gibt. Ich sage nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist einfach vorbei. Und aus dieser Sicht ist der Erfolg der Grünen, wird vor allen Dingen eine Konsequenz haben, eine Botschaft an die deutsche Gesellschaft schicken. Es muss Veränderung geben. Der Ost-West-Teilung, das ist nicht so sehr die Migration außerhalb Europas. Unter dem Strich wird das größte Problem die interne Bewegungsfreiheit sein. Viele ältere Menschen haben Angst vor vielen Ausländern. Rumänien zum Beispiel. 3,5 Millionen Rumänen haben Rumänien verlassen und 70% sind unter 40 Jahre. 10.000 Ärzte haben Rumänien verlassen und die meisten dieser Rumänen kommen nach Deutschland oder nach Westeuropa. Infolgedessen glaubt die Mehrheit der Ungarn, Rumänen und Polen, dass es gut ist, wenn ihre eigenen Regierungen die Bewegungsfreiheit innerhalb von Europa einschränken. Wie kann die Freizügigkeit in beide Richtungen funktionieren? Ich bin ein Beispiel von denen, die das Land verlassen haben. Viele Rumänen, die außerhalb Rumäniens leben, haben auch abgestimmt. Das ist sehr wichtig. Deshalb bin ich sehr dafür, wenn man anfängt, ein Land zu bestrafen, dann setzt dieses Land die Anti-Brüssel-Rhetorik ein. Das ist sehr einfach. Die Menschen fühlen sich als Verlierer und sie haben auch das Gefühl, dass man das aus innenpolitischen Gründen macht. Macron, ich möchte jetzt hier das Beispiel der osteuropäischen LKW-Fahrer in Frankreich nennen. Macron hat gesagt,
Ich ärgere mich, wenn ich sehe, wie andere Europäer so schlecht bezahlt werden. Ich bestehe darauf, dass zumindest sie in Frankreich denselben Mindestlohn bekommen. Das hätte ich gerne gehört. Er hat gesagt, ich möchte diese Politik einführen, um die Franzosen vor unfairem Wettbewerb zu schützen. Dann haben diese sehr schlecht bezahlten Fahrer gedacht, das ist eine Politik gegen Osteuropa. Es ist wichtig, wieder Brücken zu bauen zwischen Ost und West. Das ist nicht einfach. Einige Regierungen werden verschwinden. Für die polnische Regierung ist es jetzt einfach zu sagen, wir haben das Mandat des Volkes, das zu tun, was wir machen. Deshalb ist auch die Unterstützung der Opposition sehr wichtig. Meine Frage ist auch, wenn wir an Europa denken, müssen wir auch sehen, was außerhalb von Europa passiert. Und wir müssen Positionen beziehen. Einige dieser Positionen können wir nicht so einfach beeinflussen. Die Spaltung wird sehr stark sein, denn unterschiedliche Kräfte außerhalb von Europa möchten Europa gespalten sehen. Aus dieser Sicht gefallen mir zwar die Wahlergebnisse, aber ich glaube, man kann sie nicht so einfach in effektive Politiken umsetzen. Doch für so engagierte Menschen wird es gering. Glaube ich, auch für uns in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, eben über die zentrale Rolle, die Deutschland da hat. Und Deutschland muss sich verändern, damit sich eben auch Europa verändern kann. Und das wollte ich Sie fragen, Sven Giegold, inwieweit kann die Veränderung, die hier bei uns stattfindet, eben dann auch tatsächlich auf der europäischen Ebene einiges lösen? Und wie kann es das tun unter den ja veränderten Bedingungen, auf die Ivan Krastev auch hinwies, eben die Fragmentierung der politischen, es wird ja manches einfacher, es werden Blockaden wahrscheinlich gelöst, dadurch, dass es diese große Koalition auf europäischer Ebene so nicht mehr gibt, aber es wird vielleicht auch schwieriger, handlungsfähig zu sein. Ja, ich wollte vor allem, ich antworte sofort darauf. Ich habe vorhin davon abgesehen, direkt auf das zu antworten, was Sie gesagt haben. Ich will nur an einer Stelle etwas klarstellen, was für uns deutsche Grüne sehr wichtig ist. Es war nicht so, dass es in Deutschland die Grünen für eine Bewegung stehen, die sagen, wir kritisieren die EU, und wo man sagen kann, ja, da gibt es auf der einen Seite die kritisieren die Europäische Union von rechts, wie zum Beispiel oder die Gelbwesten das in Frankreich tendenziell getan haben. Und dann gibt es eben die tun das von links. Sondern unsere Kritik war immer so, wir haben gesagt, wir verteidigen zunächst mal, was wir schon erreicht haben. Und dann darauf aufbauend formulieren wir Veränderungsansprüche. Das ist für uns sehr wichtig, weil diejenigen, die nur für ein anderes Europa sind, sind in Wirklichkeit gegen Europa. Und das ist etwas, wofür die Linkspartei sehr teuer bezahlt hat, weil die Leute das ihnen nicht mehr geglaubt haben, dass nur für ein anderes zu sein noch proeuropäisch ist. Und dann und das finde ich ein ganz wichtiger Lernfortschritt, den auch die deutschen Grünen über die Jahre tief verinnerlicht haben, dass man nur auf der Basis einer stark proeuropäischen Position überhaupt die Veränderungen einfordern kann, die es wirklich dringend braucht. Und alle, die da rumeiern, haben bei der, bin gespannt, wie Sie das übersetzt haben, die, tell me later, die ist die, nur da, nur auf dieser Basis kann man glaubwürdig hier agieren. Und jetzt zu dieser Frage nach den Möglichkeiten, handlungsfähig zu werden. Und da würde ich erst mal sagen, im Europaparlament passiert jetzt ja Folgendes. Das, was wir in der Gesetzgebung ständig in ganz vielen Feldern machen, muss jetzt in einer Art Vertrag von Projekten. Ich
bin vorsichtig mit dem Begriff Koalitionsvertrag, weil der deutsche Begriff Koalitionsvertrag wird in vielen Ländern nicht verstanden und erschreckt eher als er nützt. Also das heißt, es wird eine Vereinbarung basierend auf großen Projekten geben, hoffe ich, das ist zumindest unser Ziel, woran wir bereit sind, mitzuarbeiten. Und dabei muss es genau um Kompromisse gehen, die intelligent genug sind, dass sie den Kontinent zusammenführen, statt ihn aufzuspalten. Und dann muss jeder erstmal aus seiner Diskursblase heraus. Und das Beispiel, was Sie zu den Lkw-Fahrern genannt haben, das ist genau so ein Versuch, eine intelligente, zusammenführende Lösung zu finden. Und derart von Kompromissmöglichkeiten gibt es natürlich noch mehr. Ich kann das jetzt noch Policy-Bereich für Policy-Bereich durchexerzieren, aber vielleicht ist einer der ganz großen Fragen der Wunsch nach mehr sozialem Europa in West- und Südeuropa und auf der anderen Seite ein Wunsch nach mehr wirtschaftlichem Aufholen in Ost- und der Notwendigkeit in Osteuropa. Ich glaube, zwischen diesen Positionen lassen sich intelligente Kompromisse formulieren. Also zum Beispiel ein Europa, das sehr stark auf solidarisch finanzierte Zukunftsinvestitionen setzt. Das Solidarische gleicht Unterschiede in Armut und Reichtum aus, wenn man zum Beispiel das durch progressive Steuern finanziert. Die Zukunftsinvestitionen können attraktiv sein, gerade für die Regionen, die im Aufholprozess sind. Aber solche Art von Kompromissen, die muss man jetzt suchen. Und unser Großproblem bleibt aber ein anderes. Jetzt, wie verkaufe ich es dem Rat? Denn im Rat, das Parlament hat eine lange Übung im Formulieren von recht breit getragenen Kompromissen. Das gelingt uns auch nicht überall, aber in vielen Bereichen. Aber in diesem Verhandlungsspiel passiert jetzt ja Folgendes. Es gibt viele Parteien, die wollen eigentlich nur die Posten aufteilen. Das merkt man jetzt schon. Eigentlich geht es nur darum, was kriegen die Liberalen, was kriegen die Christdemokraten, was kriegen die Sozialdemokraten. Wir sind da in der Regel gar nicht auf dem Zettel. Da kann ich nur sagen, auch wir werden Positionen verlangen, natürlich nach diesem Wahlsieg. Und wenn Sie uns dann so, und wir haben aber vor allem inhaltliche Prioritäten. Und ohne diese gemeinsame inhaltliche Basis gibt es mit uns auch keinen Deal für die Wahl des Kommissionspräsidenten. Also für uns sind inhaltliche Anforderungen zur Lösung dieser Blockaden, die und auch gerade zum Angehen der großen Klimafragen, die Voraussetzung für irgendeinen Deal bei den Personen. Und diese Fragen gehen für uns nur zusammen. Und wir merken schon, dass das für einige unserer Partner im Rat recht ungewohnt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ein letzter Satz dazu, jetzt könnte man natürlich sagen, die brauchen uns ja gar nicht. Das stimmt, die brauchen uns numerisch nicht. Aber Sie haben es angedeutet, in den großen Fraktionen gibt es so viele komische Mitglieder, dass viele nicht abhängig von denen sein wollen. Man kann ja verstehen, dass Herr Weber nicht abhängig sein will von manchen seiner komischsten Mitgliedsparteien. Und Herr Orban ist ja nur der komischste von allen. Und genauso ist das bei den Sozialdemokraten. Sie waren ja höflich genug, nur die Rumänen zu erwähnen. Sie vergaßen die Slowaken, die Malteser und noch einige weitere, die es auch mit Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten so ihre Probleme haben. Und die Liberalen haben auch komische Mitglieder. Und wenn man die alle zusammenzählt und will von denen nicht abhängig sein, dann merkt man, dass man vielleicht sich doch überlegen könnte, ob es nicht eine gute Idee ist, auch ein paar grüne Forderungen ins Programm zu nehmen, um eine breiter getragene, dann tatsächlich proeuropäische Mehrheit zu haben. Das ist, glaube ich, die Debatte, die da jetzt auch in deren Parteien stattfindet. Wollen sie eher mit einer knappen Mehrheit operieren, dann aber abhängig von Mitgliedsparteien, die es mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht so ernst meinen? Oder wollen Sie eben eine proeuropäisch gestärkte grüne Parteifamilie mit an Bord haben? Und da ist eben klar, mit uns geht das nur, wenn die großen Zukunftsherausforderungen angegangen werden. Ökologisch zuerst, aber nicht nur. Und sonst müssen es halt alleine machen. Even Sven Giegold outlined this new possible. Sven Giegold hat diese Kompromisskultur angesprochen. Sie haben über die Polarisierung gesprochen. Lassen Sie
mich noch einmal fragen, diese Kompromisskultur, gibt es gemeinsame Themen für die Populisten aus Mitteleuropa, liberaler als Dänemark, die Grünen aus Deutschland, gibt es da eine gemeinsame Plattform? Selbst die Populisten kann man nicht über einen Kamm scheren. Wenn man über die Populisten spricht, spricht man meistens über die Populisten, die man aus dem eigenen Land kennt. Keiner dieser Populisten möchte aus der EU ausscheiden, weder Herr Orbán noch Herr Kaczynski. Die meisten dieser Nationalisten wollen das nicht. 30% der Industrieproduktion aus Ungarn kommt von 4 deutschen Unternehmen. Das ist also keine klassische Welt. Die Stärke der Grünen kommt vor allen Dingen aus der jungen Generation. Und es gibt nur einen Krieg, wo wir nicht wissen, wie er ausgeht. Das ist der Krieg zwischen den Generationen. Dass die jungen Stimmen sind sehr wichtig, aber die junge Generation ist eine kleine Kohorte. Und in Osteuropa sind das auch die, die das eigene Land verlassen. So haben sie nicht denselben Einfluss im politischen System. Und sie machen sich mehr Sorgen um die Zukunft. Ungeachtet der Ergebnisse für die Grünen und die Liberalen wird es hier einen Clash der Generationen geben. Es ist sehr wichtig, es geht auch um Ideen, ich glaube, an Kompromisse. In Osteuropa haben wir nicht so viel Erfahrung. In unseren Sprachen verwenden wir hier wirklich eher Worte, die durch den Streit entstehen. Und die sozialen Medien spielen natürlich auch eine Rolle. Es ist nicht einfach, hier Kompromisse zu finden. Jeder aus dem Mainstream, wenn er mit Leuten aus Osteuropa spricht, hat das Gefühl, man muss in erster Linie über die Finanzen sprechen. Und das ist zynisch. Es ist weitaus wichtiger zu verstehen, weshalb sie bestimmte Positionen beziehen. Viele junge Menschen in Osteuropa haben für populistische Parteien gesprochen. Gerade die 18- bis 25-Jährigen in Polen sind sehr skeptisch der EU gegenüber. Hier gibt es demografische Unterschiede zwischen den Ländern. Die Grünen sind hier weitaus besser vertreten, um Veränderungen zu erreichen, muss man auch einmal sehen, was funktioniert. Nur zu kritisieren hilft hier nichts. Jeder wird jetzt auf Deutschland schauen. Macron hat die Wahlen verloren, hat aber weitaus mehr Einfluss gewonnen, weil er diese Initiative ergriffen hat. Und jeder hat erwartet, dass er eine große Niederlage erleiden würde. Und jetzt ist es weitaus besser mit der CDU. CSU gilt, für die gilt das nicht. Man behält die Stimmen, aber nicht den politischen Einfluss. Viele im
Osten wollen eine Antwort auf die Frage, welche Position werden die Grünen haben? Wie wird die Einstellung zu Macron sein? Wie wird es mit dem Pensionsfonds aussehen? Wie wird sich Deutschland hier positionieren? Wir kommen schon langsam ans Ende und ich möchte Sven Giegold mit dieser Frage, die aus unserer Diskussion heraus, tatsächlich wurden ja viele Gegensätze in Europa immer mit, nicht immer, aber in vielen Fällen mit Geld zugeschüttet. Und da ist eben die Frage, was kann man da eigentlich mit Geld lösen? Und Ivan Krastev wies darauf hin, dass eben nicht alles mit Geld lösbar ist. Wie kann man das überbrücken? Also, first I have to say, also zunächst einmal muss ich sagen, dass die Gewinner in Frankreich letztendlich die Grünen waren und nicht Macron. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Also wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen, dann ist es so, dass die Liberalen eher stagnierten im Vergleich zu den vorherigen Wahlen, während die Grünen tatsächlich aus dem Nichts quasi ein historisches Ergebnis erzielten. Und das ist wirklich ein großartiges Ergebnis für die Grünen dort. Und ich muss das hier so sagen, weil es eine gewisse Debatte in Deutschland gibt, die besagt, dass die französischen Grünen veraltet sind. Wir alle sollten uns jetzt mit Macron zusammentun. Und Dani Cohn-Bendit hat uns mit einigen Medienartikeln während des Wahlkampfes gefoltert sozusagen. Aber er wurde eines Besseren belehrt durch Yannick Jadot. Und die Grünen sind und bleiben eine starke unabhängige Kraft, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Und nur weil sie einer Meinung sind in Bezug auf die europäische Zielsetzung, muss man natürlich nicht der parlamentarischen Gruppe beitreten. Also das zeigt eben auch, wie wichtig eine unabhängige politische Ökologie ist in Europa, aber auch in Frankreich oder in Deutschland. Und ich wollte das hier nur sagen. Nein, genau. Also Sie haben quasi die Brücke gebaut. Also es war wirklich ein sehr konstruktiver Beitrag. Auf Deutsch. Die Frage war ja, welche, jetzt bin ich vor lauter Dani von der Frage, Stichwort? Stichwort Geld. Richtig, und mit das Geld. Zuschüssen. Ja, genau. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es sehr wichtig ist, neben dem Geld eine viel stärker auch eine europäische Identität zu entwickeln. Da würden wir wahrscheinlich, vielleicht würden wir da unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube nicht an eine europäische Identität, die regionale oder nationale Identität ersetzt, aber als ein selbstbewusstes Statement. Zum Beispiel habe ich immer bei jeder Veranstaltung, schon seit Jahren kritisiere ich, wenn da keine Europafahne hängt. Ich habe auf jeder Wahlkampfveranstaltung, einige Anwesende haben das vielleicht erlebt, die Europahymne singen lassen. Auf einer grünen Wahlkampfveranstaltung, das müssen Sie sich mal überlegen, das war früher, wäre ich dafür wahrscheinlich gesteinigt worden. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass man die Kraft von Identitäten nicht der politischen Rechten überlassen sollte, sondern aber eben nicht eine Identität, die das Nationale und Regionale für irgendwie rückständig und zu überwinden definiert, sondern eine europäische Identität, die mit dem gleichen Selbstverständlichkeit wie die Rumänen mit europäischen und rumänischen Fahnen gegen ihre korrupte Regierung demonstrieren, genauso selbstbewusst sollten wir überall eine europäische Identität basierend auf den gemeinsamen Prinzipien, so wie sie in den Verträgen ja wunderbar formuliert sind, die nicht immer eingehalten, darauf ist dann natürlich hinzuweisen, aber erstmal zu sagen, wir sind froh darüber, über diese europäischen Prinzipien und Werte und auch Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und so weiter, das zu betonen und das zu verknüpfen mit einer eigenen Identitätserzählung. Und eben Projekte zu entwickeln, die diese Identität stärken. Das ist, glaube ich, ganz fundamental,
wenn man die Herzen der Leute für Europa zurückgewinnen will und dieses reine Geld dabei übermitteln will. Ein letzter Satz, aber für manche Projekte, die diese Identität stärken, ist Geld nötig. Also zum Beispiel eines der subversivsten Projekte dieser Art ist natürlich Erasmus für alle. Würden alle Jugendlichen das machen, aus europäischem Geld finanziert, dann hätten wir eine Generation von jungen Leuten, die so kreuz und quer miteinander verheiratet sind, dass irgendwann daraus wirklich auch eine zivilgesellschaftliche Fundierung von europäisch folgen würde, die noch viel tiefer ist, als was man normalerweise unter Zivilgesellschaft versteht. Und solche Art von Projekten, die europäische Identität stärken, die sind, glaube ich, eine ganz zentrale Voraussetzung, um mittelfristig den neuen Nationalisten das Wasser abzugraben. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt weder die klare dystopische noch die klare positive oder vielleicht auch utopische im positiven Sinne Lösung hier ausgebreitet. Aber was wir, glaube ich, gemacht haben, ist, dass wir ein wirklich europäisches Gespräch begonnen haben, indem wir das Panorama der Möglichkeiten aufgerissen haben, das sich nach dieser Europawahl ergibt. Und wie sich das dann im Einzelnen ausspielen wird oder könnte, das werden Sie in den folgenden Sitzungen dieses Nachmittags, wo Sie in das größere Detail einsteigen, dann diskutieren. Ich möchte mich für den Beginn hier bedanken bei Ivan Krastev, bei Sven Giegold für eine wunderbare Diskussion. Applaus